Oh, hallo, ich hab's hinbekommen. Ich hatte eigentlich erst den Demo-Trupp gehabt, aber ich hab's eigentlich schon mal gesehen, also er wird noch nicht gespielt. Und dann habe ich mir gleich mal das richtige Spiel geholt. An sich ist das ja was für mich, das ist. Also eine Mischung zwischen Binding of Isaac, so ein bisschen Aufbau sogar ein bisschen, also man hat ja irgendwie seinen Kult, das weiß ich. Und ja, ich glaube, den Rest lassen wir uns mal überraschen. Okay, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Einstellung habe ich ein bisschen durchgeguckt. Und bei Roadmap habe ich meine gut, das finde ich auch ganz gut, da steht, dass halt noch bald kostenlose Updates gibt. Das finde ich gut. Also ist wahrscheinlich halt noch irgendwie dann noch mehr raussuchen, falls was dazu kommt. Erstmal gucken, mein Fenster dann auch so gut sitzt. Ich mache erstmal spielen. Genau, machen wir einen neuen Spielstand. Nimm dich in Acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopf sitzen. Hätte ich von Anfang an mitlesen können. Oh, ich dachte, das geht so schnell. So, da sind wir. Ich glaube, ich kann erstmal so bleiben, oder? Ich kann auch nicht rennen. Und hier sind überall Typen mit Messern. Okay, der lässt uns hier nicht durch. Okay, ich darf die auch gar nicht berühren, dann gehe doch mal hier weiter. Okay, lass mich nicht zurück, oder? Nein, 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 nein. Hier mich auch. Ein Spiel von Massive Monster. Publisher Devolver Digital. Oder die geht. Das sieht schon mal krass aus. Ah, die meckern auch rum. Meckert der hier auch rum? Ja. Okay, dann gehe ich mal hier drauf. Niederknien, um geopfert zu werden. Will ich eigentlich gar nicht, aber glaub uns, bleibt keine Wahl. Dann nehmen wir nochmal los. Uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Clown wird erhalten bleiben. Jetzt. Ah, ich glaube, wir sind tot. Annika Herz, danke für dein Follow. Leider kriegt bei Twitch irgendwie bei mir der Chat gerade nicht. Ich weiß nicht, ob es an meinem Anbieter liegt. Aber sonst, up und down streamen, das klappt eigentlich alles. Aber ich sehe halt irgendwie den Chat nicht. Ja, steht nur in Verbindung, aber irgendwie passiert da nicht viel. Erstmal hi. Okay, wir gehen mal weiter. Hier ist etwas gefangen oder jemand. Okay, derjenige ist jener, der wartet. Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber du hast einen Preis. Oder das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist, einen Kult in meinen Namen zu kulten. Sind wir im Geschäft? Ich glaube, da wir leben wollen. Also, gibt ja nur ja und unbedingt. Sagen wir unbedingt, ne? Boah. Oh, wieder Zwischensequenz. Ich versuche, ihn auszublenden. Musik, okay, da sind wir. Blende ich mal wieder ein. Bossfechtrunde. Ups, das war Angriff. Okay. Komm, dann setzen wir sie doch mit der Kleiner. Du auch.
Ebene machen. Okay, sowas wie gedrückt halten, weil Legend of Zelda geht schon mal nicht. Und hat den Würmelangriff gemacht. Ich sag Musik und Umgebung, oder das Ziel gefällt mir auch sehr. Okay. So, einen Augenblick, ich setze mich mal kurz nach unten rechts. Ich glaube, ich bin gut aufgehoben, ne? So, machen wir das nochmal so. Dann störe ich nicht zu sehr. So, mach das nicht so oft, aber wir haben es hinbekommen. Oh, da war einer. Okay. Hier wollen alle was auf die Nuss haben, bekommen die auch. So, weg mit dem Mist. Okay, das ist so eine Art Karte. Dann können wir auch weitergehen. Hier können wir anscheinend wieder zurück. Okay, das geht nicht, weil wir gerade da sind. Dann gehen wir mal hier weiter. Fürchte dich nicht, ich bin Ratau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du. Aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald, der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Okay, das ist also der Ratau. Okay. Können anscheinend auch ziemlich viel klein hauen. Oh, was war das? Das zählt auch. Ja. Können alles klein hauen, das ist auch sehr schön. Oh, vermeide Schaden zu nehmen. Das ist eigentlich auch unser Ziel. Inventar öffnen. Wir haben eine Münze bekommen. Die Gier nach Gold verzehrt oft das ganze Herz. Eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Spieler. Okay, hier haben anscheinend so ein Schwert. Wir haben gerade Klinge des Kreuzfahrers. Ein treuer Begleiter des wandernden Kriegers. Eine gut ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Was kommt da? Kein Fluch ausgerüstet. Fließ des Lamms, ein edles Gewand, passend für den Anführer eines Kults, bietet keine Boni. Ja, und dann noch mehr Sachen, ne? Unfähigkeiten der Kult. Okay. So. Gehen wir mal direkt weiter. Okay. Was ist das hier für Kreuz auf dem Boden? Vielleicht keine Lebensanzeige oder kommt die noch? Okay, es gibt zwei Wege, nach oben oder nach links. Ich geh nach oben. Sind bisher einfache Gegner, würde ich sagen. Da haben wir schon ganze drei Münzen gesammelt. Und dann schreibe ich die richtige Frage drauf. Hier geht es nämlich nicht weiter. Dann mal hier lang. Und neue Gegner. Die anscheinend auch Skelette hinterlassen. Die schänden wir natürlich. Weg mit dem Mist, ne? So. Dann mal weiter. Okay, was haben wir hier? Ein Münzis. Okay, dann gehe ich schon mal hier lang. Gucken, was das lustige Männchen bedeutet. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau, da vorne, eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als seinen neuen Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens. Wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, bewagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Mond zu besudeln. Ich bin es. Dein Wetter. Ups. Okay, habe ich irgendwas ausgeblendet, dass ich meine Leben nicht sehe? Oder kommt das erst noch?
sieht man nicht, weil wir relativ weit abends sind. Okay, wir haben ihn befreit. So, alles klein. So. Hier ist anscheinend nichts versteckt, weil ich denke, das hat doch noch irgendwann was, dass hier irgendwas versteckt ist. Dann befreien wir dich doch mal retten. Anhänger wartet auf Indoktrination. Selten das Wort. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. So, bleibt ja keine Wahl, wir müssen da lang gehen. Ratau, wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierung abzuwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Weiß ich richtig später, ne? Aber das. Die Skulptur da hinten sieht auch aus wie das wie unsere Krone, ne? Okay, zum Kult zurückkehren. So, Ketzer besiegt, alle Gläubigen geläutert, okay. Fortsetzen. Anscheinend einen Bonus bekommen. So, wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Keine Sorge, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit in Einstellungsmenü ändern. Einfach für gelegene Spieler, die Spaß und ein zugängliches Spielerlebnis suchen. Bitte ein durchschnittlicher Spieler. Entschuldigung. Nacht war nicht so lang und ist wieder spät. Die ein ausgewogenes Erlebnis suchen, vom Entwickler empfohlen. Schwer. Erfahrene Spieler, die eine Herausforderung suchen. Extra schwer, ein Spieler mit einem Todeswunsch. Dann nehmen wir erstmal Mitte, ne? Ich glaube, hier komme ich wieder raus, oder? Ich will ja nicht gleich wieder rausgehen, ne? Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Wir fehlen diesem da Holz oder Stein zu sammeln. Ja, ist das ja so eine Truhe, ne? Okay, ich kann anscheinend gerade nicht zuschlagen. Gehen wir doch mal hin. Ja, kann gut singen. So, indoktrinieren. Bitte verschone mich. Name ist Gebrema. Ach, lass mir einfach so den Namen, ne? Warum? Sag, nice, können wir quasi auch noch so aussehen. Das sind wahrscheinlich so die Standard-Skins hier, die, ne? Kriegt er, da hat er halt eine Farbe. Oh, noch Farben auswählen. Ja, lass wir erstmal Standard, können wir vielleicht immer noch ändern, Variante wählen. Ah, mit. Das ist das nicht das, was hier auch hier ist? Hm. Gut. Ja, lass mal so, ne? So, finde ich, können wir quasi alles verfinden, ne? Eigenschaften. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern. Das ist aber gut. Es wird um 50% leichter, die Stufe zu erhöhen. Ja, das klingt doch nice. Bäume fällen, Stein abbauen. Der Anhänger räumt Schutt weg, um Stein einzusammeln. Der Anhänger fällt Bäume und sammelt Holz ein. Aber machen wir das mit den Steinen, oder? Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden, aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen.
Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du mir Mahlzeiten für deinen Anhänger zubereiten. Sammle Holz, sammle Stein. Steinmine. Ein Stein, okay, Holz. Eine Steinmine, Beeren sammeln. Weiß auch gucken, wie Gebrenner das sagt. Wo ist er denn? Ich höre irgendwas. Ah, da ist er. Okay, bei ihm geht das langsamer voll. Aber die Quelle verschwindet auch. Okay, dann mache ich mal ein bisschen Holz. So, ein bisschen die Baumstümpfe hier wegmachen. So. Okay, ein Holz noch anscheinend. Habe ich ein bisschen mehr gesammelt. Okay, bauen. Kochfeuer. Kochfeuer, Ruhe, Gegenstände und Verwandte sehen Mahlzeiten, die Anhänger essen können. Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Können wir noch. Oh. Einige Gebäude. Glaube und Dekoration. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Quasi wahrscheinlich überall, wo diese roten Flächen sind, kann man nichts hinbauen, weil was im Weg ist, ne? Ich baue euch mal hier hin, oder? Oh, Kochfeuer. Dann mal bauen. Macht er das jetzt? Ah, er baut. Lass ihn doch mal die Arbeit machen, ne? Er ist ja unser... einer unserer Schergen, würde ich sagen. Sehr gut. Nahrung. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kohls wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Okay, also man sieht da extra so eine Art Nahrungssymbol, nimmst du so eine Rübe und Beeren. Oh, Farm, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft und oder auf Kreuzhügen gefunden werden. Okay, sammle Beeren. Koch eine Mahlzeit. Okay, rums, rums. Kochen. Dann sammeln wir nochmal mit. Der macht hoffentlich jetzt mal seine Steinmine weiter. Oh, wie das Schaf sich da freut. Oder Slam, ne? So, soll ich noch ein bisschen mehr Beeren? So, dann kochen wir mal. Beerenmahlzeit. Ein von drei Sternen. Entfache Mahlzeit aus Beeren. 15% Chance, dass ein Anhänger sofort Fäkalien hinterlässt. Dann mal los. Oh gut, so kochen. Ah. Oh, schaffen wir die coole Leiste, wir haben es geschafft. Erst müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Weil es lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter jener, der wartet, wurde von den vier Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das Jenseits. Ah, an das jenseitige Reich bindet. Stimmt, der wäre festgekettet, ne? Wir haben Zugänge zu ihrem Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst dort Gold und willige Anhänger finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Der freut sich, der ist glücklich, sein Magen ist voll, wie wir oben links sehen. Okay. Kann er was für da machen in der Pose? Okay, aber rollen geht anscheinend immer. So, jetzt sehen wir verschiedenfarbige Tore. Ich glaube, wir können gerade nur in das Grüne rein, ne? Ah, hier brauche ich verschiedene Anhänger.
brauche ich 12. 7, 12. Kann ich lesen? Kann man mal machen? Hier brauche ich nur einen Anhänger. Brauche ich hier? Brauche ich wahrscheinlich dann zu den ihn erwartet, ne? Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Ihr wolltet der Tod nicht länger warten. Okay. Gibt's noch mehr? Nee, okay. Gibt wahrscheinlich mehrere Optionen. Blut des Bundes. Wir sollen jetzt kehren in die Länder des alten Clowns zurück, kehren mit mehr Münzen zurück, kehren mit weiteren Anhängern zurück. Okay, dann mal ab ins düstere Holz. Es zappelt, es wurde sich geöffnet und er ist auch wieder weg. Schön. Okay, noch der gleiche Text. Danach rein mit uns. Gut. Okay, jetzt haben wir Herzen. 3 Stück. Okay, Klinge des Kreuzfahrers Stufe 1. Ein treuer Begleiter des verlorenen Kriegers. Eine große, ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Schaden 1,2 Tempo 1. Ich glaube, das hatten wir auch bloß in Stufe 1, denn wir hatten aber 1,1 Schaden gehabt. Okay, die geht nicht kaputt. Du betrittst die Länder des Bischofs Leshy. Jene, die nicht den Wegen des alten Clowns folgen, werden vernichtet. Da bin ich mal gespannt. Uns vernichten kann. So. Oh, da schon habe ich jetzt verloren. Ah, das sind Pfeile, da muss ich ein bisschen aufpassen, okay. Okay, sind die Pfeile noch deaktiviert? Gut zu wissen. So, dann mal weiter. Ich weiß nicht, ob es dann auch so wie bei Binding of Isaac ist, dass es halt so versteckte Räume oder Wände gibt. Und lieber ein nach dem anderen. So. Das habe ich dann noch kein Problem. Jetzt haben wir schon 10 Münzen. So, zack, zack, zack. Oh, da kommen sie. So. Den lassen wir keine Chance. Oh. Der hat daneben geschlagen, glaube ich. Ich glaube, ich habe nichts gewonnen, ne? Ich hatte jetzt 200 Herzen. Ist so geblieben. So, hier müssen wir weiter. Und jetzt sehen wir auch so eine Minikarte, wo wir lang gehen können, müssen, sollten. Ups. Gelobt sei das Land, Wegbereiter großer Macht und verheißene Befreier von jenem, der wartet. So haben sie mir die Karten eins gesagt. Malan, das auf vielen Lebenszeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Ich habe nur deine Karten gezogen, Lamm. Und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie die Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Diese Karten, sie werden entscheiden. Eigentlich hat er eine tiefe Stimme gehabt, ne? Sollte er auch hochreden. Okay, die Liebenden. Ihm blaues Herz mehr. Und Hasenpfote. Erhöht die Chance, bessere Truhe zu. Oh, oh Gott. Das ganz lange mache ich auch nicht, aber ich glaube, so eine Stunde, das kriegen wir noch hin, ne? Ich glaube, ich mache das mit dem besseren Drohnen, glaube ich, ne? Ich glaube, ich hatte auch so dunkel reden wie er. Deine Karten sind gezogen. Der Vater erschreckt sich vor dir. Okay, ansehen. Die Herzen erhalte ein zusätzliches Herz. Kann ich das haben? Achso, ist die Möglichkeit nicht. Ich hätte bei ihnen haben können wahrscheinlich, ne? Oder die ich allgemein habe. Okay, das gucken wir jetzt mal nicht alles durch. Oh, krass gekriegt. So, dann mal weiter. Ach, da ich ein bisschen getrennt, weil ich auf die Karte geguckt habe.
man sieht ja eigentlich mal ganz gut, wenn die so ausruhen, dann leuchten die ja voll so ganz bisschen weißlich, ne? Ich habe bislang noch gar nicht so geachtet, was ich aus den Truhen kriege. Oh. 5 Münzen und Naturheilskette. Die Schönheit liegt im Auge des Trägers. Der Anhänger erhält Bonusressourcen. Nice, nice, nice. Geht ja nur oben weiter, ne? Dann mal rein hier. Okay, jetzt kann ich mir anscheinend aussuchen. Hier kriege ich Rohstoffe und hier Nahrung. Und die Frage, wenn wir alles abgebaut haben, kriegen wir dann noch Neues oder? Nur das, was gerade vorrätig ist. Habe ich manchmal Nahrung. Ich glaube, Stein und Holz hat mir ein bisschen mehr gehabt. So, Bären sammeln. Ich glaube, das können wir nur so machen, oder? Okay, geht anscheinend auch so. Ich glaube, das geht schneller, ne? Ah, kriegen, glaube ich, auch Samen für Bären. Straub sich gerade. Ein Stück haben wir schon bekommen. Ich kann auch nicht zurückgehen und da wieder hin wahrscheinlich, ne? Dann gehen wir mal dorthin. Diese Puppen. Okay, wir heilen uns anscheinend nicht. Also müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser auf die Lebenspunkte achten. Gras, 3 Münzen. Jetzt wäre mal ganz nice wieder. Aber anscheinend da, wo sie chargen wollen, das ist vorher auch festgelegt. Geht da trotzdem in die Richtung, okay. Da kriegen wir das schon irgendwie hin, ne? Oh, ist ein neues Schwert gespawnt. Ich denke jetzt kurz von der Stufe 2, machen wir nimmt mal einen Schaden mehr. Nehmen wir doch, ne? Okay, muss anscheinend austauschen. Dann sieht man, das hier ist schlechter. Jetzt sind hier oben hin. Ah, wieder Clown Neck. Sind wir alle bloß Spieler in diesem Glücksspiel? Dann ziehen wir mal eine Tarotkarte, ne? Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen. Erstmal kurz hier mein Kopfhörer mal anders hinlegen, das Kabel. Oh Gott, ich glaube, ich mache das hier, ne? Das Schicksal hat gesprochen, aber wer wird es erhören? Wir sind das Schicksal. Ganz einfach, so. Gegen die Ziehung kommst du nicht an. Genauso gut könntest du dich mit den Ozean anlegen. Okay, okay, dann gehen wir halt weiter. Zack, 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 zack. Ich glaube, das war für dich etwa ganz kurz. Was passiert hier? Ach. Lächeln, wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht, könnte es sein. Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Also seine Krone sieht eigentlich so wenig aus wie unsere, bloß dass seine gelb ist, ne? Okay, was geht hier ab? Krass. Okay, dann gehen wir mal zu dem. Bis hierher und nicht weiter, kleines Damm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du das selbst von deinen behaupten? Ich opfere mich der Sache um mich die Anführer. Beim Blut der Großen zerstöre die rote Krone. Ja, mache ich. Ich opfere mich. Ich verwandle mich in Amdusias. Oh, das war sein Charge-Attacker.
die haben einfach so kleine Abschnitte davon. Es ging eigentlich. Ah, es sieht anders aus. Konvertieren. Bitte verschone mich. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ah, jetzt kann ich ja wahrscheinlich mal aussuchen, ob ich Steine will. Hier, was ist das hier? Rechts. Das hier sind Steine. Das sind Goldklumpen. Beeren. Jetzt habe ich einen Goldklumpen. Das hatte ich bisher noch nicht gehabt, zumindest. So, jede Menge mit Sinn gekriegt. Ich sollte auch unbedingt mal was trinken, meine. Gut. Jetzt war ganz rau. So, Entschuldigung. Okay, haben wir 1 von 4 geschafft. Ich glaube, dann öffnet sich diese Tür, ne? Dann gehen wir erstmal zum Kult zurück. Das andere können wir anscheinend auch nicht. Ketzer besiegt. So. Sitzen. Okay, wir haben irgendwie auch Fleisch gekriegt, sehe ich gerade. Einmal. Was ist das hier mit der Truhe eigentlich so auf sich? Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Dann gehe ich doch mal hin. Der singt auch ganz niedlich. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Und wir haben anscheinend eine neue Form. Okay, hier haben wir natürliches Gehorsam. Natürlicher Gehorsam. Erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Es wird um 40% schwieriger, diese Stufe zu erhöhen. Entschuldige mich. Erzeugt Hingabe 15% langsamer. Okay, lassen wir mal. Form lasse ich aber auch, das ist zumindest sehr einmalig. Farbe. Wollen wir mal so durchsäuerungsmäßig anpassen wie den anderen, oder? Das wird dieses Grün. Das ist eigentlich ganz schön, die Farbe. Variante kann ich aber anscheinend nicht ändern. Dann machen wir mal annehmen, ne? So, Steine oder Holz? Dann macht er jetzt mal Bäume. Steine haben wir ja schon jemanden, ne? Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Dann müssen wir jetzt wohl einen Schrein machen, ne? So. Ein Schrein habe ich dazu gekriegt. Ein Schrein brauche ich 30 Münzen, ich habe 49. Das ist glaube ich ganz gut. Ein Ort, an dem deine Anhänger beten können. Der Schrein speichert die Hingabe, die sie erschaffen. Dieses Gebäude kann auch noch einmal gebaut werden. Ich glaube, das kann ich auch in der Mitte machen, ne? Ich kann das gar nicht bewegen. Dann gucken wir es doch mal. Okay, jetzt kommt der hat Rauch. Dann baut mal. Okay, ist quasi wie in Age of Empires. Umso mehr bauen, umso schneller geht es. Begrüßen sollst du. Deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Ich habe einen neuen Anhänger. Beauftrage ihn damit, dich am Schrein anzubeten. Sammle deine Hingabe, die deine Anhänger am Schrein erzeugen. Ein, um göttliche Inspiration freizuschalten. Oh, kriege ich aber einen neuen Anhänger dazu. Sehr nice. So, indoktrinieren. Torbre, bitte verschone mich. Leichtgläubigkeit 15% leichter die Stufe zu erhöhen.
Kreativform. Ja, lassen wir einfach erstmal so, ne? So. Ja, wenn ich diese verschiedenen Gebiete zuordne, kann ich immer das noch so in den Farben machen. Was wir später machen. Erstmal das machen. Ui, ui, ui. Beten. Gebete am Schrein erzeugen Hingabe. Göttliche Inspiration. Sammle Hingabe an deinen Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinen Schrein beten, desto schneller füllen sie wieder auf. Wenn der Schrein voll ist, hören sie auf zu beten, bis du ihn nährst. Sobald du die göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du beim Schrein neue Gegenstände für deinen Kult freischalten. Da kriegen wahrscheinlich auch neue Gebäude, Objekte etc. ja, ne? Oh, bing! Okay, es soll auch so ein bisschen. Ein Kreis, der sich erfüllt. Ist auch Anzeigen, Tempel. Schlafsäcke. Brauche ich dafür. Okay, sammle ich das mal ein, können wir wahrscheinlich gleich freischalten. So, haben wir freigeschaltet. Kann ich wahrscheinlich was bauen, ne? Hier können wir Ackerparzelle machen. Dafür brauche ich Tempel, okay. Dann halt den Schlafsack, brauche ich auch Tempel. Habe ich doch göttliche Inspiration gesammelt. Wie mache ich denn das? Also beschleunige ich das wahrscheinlich, oder? Zumindest hat er geleuchtet. Doch nicht, ne? Abbeuten. Der soll das hier machen, ne? Göttliche Inspiration sammeln. Ich mit X. Den Tempel muss ich mal freischalten. Das ist quasi das Erste. Erbaue einen Tempel, um Predigten abzuhalten und Rituale durchzuführen. Auch mehr natürlich. Freigeschaltet. Yeah, yeah, yeah. Oh, Tempel. Hm? 15 Holz und 5 Steine. Die habt ihr noch nicht fertig? Das ist Frechheit. Das ist eine Frechheit. Muss ich mal hier mithelfen, glaube ich, ne? Wie viel brauchte ich denn eigentlich? Ich mache einfach mal 15, ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht passen. Und dann ein bisschen Stein brauchen wir noch. Platz in der Mitte. So, jetzt können wir wahrscheinlich bauen. Tempel. Erbaue einen Tempel, um Predigten abzuhalten und Ritual durchzuführen. Ich glaube, das mache ich relativ neben meines Altars, würde ich das machen, oder? Das ist die Kochstelle. Also kann man beten und kochen quasi direkt nebeneinander machen. Na, dann let's go. Mal Waffen bauen. Was kommt, helft mal mit. Schneller geht das hier. Klopf, klopf, klopf. Fertig. Der Tempel ist das Zentrum deines Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden und Rituale durchzuführen, um den zerbrechlichen Geist deiner Anhänger zu formen. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Wenn er zu weit sinkt, werden deine Anhänger sich von dir abkehren und schließlich fortgehen. Das trauen die sich nicht. Deine Anhänger sind bereit, deinen Worten zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr großer Anführer bist. Halte eine Predigt in deinen Tempel. Okay, ihr Glauben ist auch nicht ganz aufgefüllt. So, das glaube ich mir einmal wirklich was freischalten. Nehmen wir doch direkt, oder? Ackerzelle. Nur keine göttliche Inspiration. Wo kriege ich die denn? Wahrscheinlich, wenn ich 13 habe, da habe ich eine göttliche Inspiration vorhin, ne? Wenn diese
Leiste da oben voll ist. Okay, dann mal ab in den Tempel. Gut mit einer Glocke. Tempelaltar. Du musst natürlich hinten stehen, ne? Predigt. Halte eine Predigt und entziehe deinen Anhänger Energie, um die Macht der roten Krone zu stärken. Kommt herbei, meine Lämpchen. Kommt herbei. Kraft der Herde. Durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir, neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Anhänger mit einer höheren Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe. Daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten erhalten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Hier können wir auch noch freischalten, gerade auch so Skilltree-mäßig. Herzen des Glaubens und der Fluch der Horde. Tückische Waffen. Tückische Waffen haben eine Chance, angegriffene Gegner zu vergiften. Sie tauchen auf deinen Kreuzzügen auf. Der Horde, auf deinen Kreuzzügen tauchen 3 neue Flüche auf. Erstmal das, Herzen des Gläubigen. Halte darauf ein halbes Herz. Dann haben wir Lebenspunkte. Ah, wir können so ein bisschen remixen. Okay, schalten wir mal frei. Zack. Halte eine Predigt und entziehe deinen Anhänger. Achso, das ist so Predigt, ja, ich schon. Ich habe heute bereits eine Predigt gehalten. Geht das anscheinend nicht mehr, oder? Okay, dann geht das nicht mehr. Du warst eine unglaubliche Offenbarung, ein geborener Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn du deinen Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit sie dir gehorchen. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Geburtssteinfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Lustig ist jetzt, was es eingrebt, ne? So. Lack. Alten Ländern zurück und Geburtsstadtfragmente. Boah, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ah, hier kriegt die Sachen, die sie wahrscheinlich in der Zeit eingesammelt haben. Okay. Hier irgendwas Neues? Nee, okay. So, dann gucken wir mal. Du sollst. Hier ist jetzt eine Axt. Weil es Abtrünnigen. Ein mächtiges Fenster von unaufhaltsamer Brutalität. Tempo 0,5. Aber Schaden 2,4. Also fast so viel Schaden wie vorher. Er kann halt nicht so schnell zuschlagen, ne? Das könnte man ja digital immer so gut interrupten, ne? Mal wie das dann durchläuft. Ja, oben rechts sehe ich jetzt auch so eine Taganzeige. Und da haben wir wieder die Minikarte und hier ist Clownic. Lass uns eine Karte für dich ziehen. Meister des Fachs. Schlage fest zu, schlage schnell zu, schlage gezielt zu. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2%. Also mal 1,2%. Das ist eigentlich auch nice. Krankes Herz, ein Herz voller bösartiger Verderbnis. Ein Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Das ist nice, weil wir nicht mehr Gegner sind. Oh Gott, mach ich mal. Schicksal ist gesprochen, aber wird es ein Level erhöhen. Ist immer das gleiche, ne? Wir kriegen jetzt hier und kommen nicht an. Mal weiter. Dann kriegt doch nicht alles Schaden. Oder doch. Okay, eine Karte. Zack. Was haben wir denn hier? Auf hier.
Göttliche Stärke, die Lebenskraft der Großen fließt durch dich hindurch. Angriffstempo erhöht sich um 1,25%. Dann können wir doch wieder ein bisschen schnell zuschlagen. Gleicht sich das da fast wieder aus, ne? Okay, was ist hier los? Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Jeder, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht, dir eine Grundfähigkeit zu gewähren. Gott, Hilfe. Zum Ziel gedrückt halten. Ich schieße 5 Gegner. Ach, das sind quasi Gegner, die sind bloß halt schon gefehlt, ne? Okay, ah, so kann ich ziehen, okay. Machen wir mal einfach in die Mitte. Ah, okay. Da habe ich anscheinend gut getroffen, ne? Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Sammle ihn ein, um deine Flüche aufzufüllen. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Getötete Gegner hinterlassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du ihn einsammelst. Also mit Dings ziehen und abfahren. Du kannst auch schnell drücken, okay. Ja, lädt sich ja dann relativ langsam auf, aber vielleicht sind die auch relativ stark Schaden her, ne? So, hier bleibt kein Skelett mehr über. Und Herz. Ich glaube, einmal kann ich schon abschießen, ne? Steht da einmal, also eine 1 steht da in diesem, in dieser Kugel, in diesem Kreis, was auch immer, ne? Muss einmal verwenden. Ich glaube, ich mache ja den Stein kaputt dadurch, oder? Wieder völlig fast weg. Alles niedermähen. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir schon 52 Gras. Oh, die sind sowieso nur 2 Stegen weg. Geht ja voll. Ich hätte so frei wie bei den auf Isaac, könnte ich ja wahrscheinlich durchdenken, hier rechts irgendwie einen Keimraum, oder komme ich anscheinend auch gar nicht rein. Weiter. So, Truhe, Bären und eine Karte. Schicksal des Segen des Schicksals. O gesegnetes Gefäß, das Schicksal schenkt mir da seine Gaben. Halte die doppelte Lebensenergie beim Mal. Das hatten wir schon einmal gesehen, die Karte. Oh Gott, das kann ich aussuchen. Karte, Holz, Nahrung. Aber was bedeutet dieses Zeichen? Ist das einmal um zu erkunden oder gehe ich da hin für einen Anhänger? Soll ich hier gucken, was einmal das hier bedeutet? Gehe ich einmal da lang, würde ich sagen. Also einmal die Karte. So, jetzt hier eine Karte wieder. Wie gesagt, Giftschaden bei getroffenen Gegnern erhält ein zusätzliches halbes Herz. Nicht doch mal das hier, ne? Alles ist, wie es sein sollte. Wie es immer war, wie es immer sein wird. Okay, jetzt hacke ich hier mal nichts klein. Hat ein bisschen lang gar nicht viel gehabt, außer ein bisschen Gras, ne? Kann ich eigentlich auch immer noch da lang gehen? Ne, das geht nicht. Hingabe stehen. Würde ich Inspiration freigeschaltet, habe ich quasi vom dich in die Inspiration jetzt geklaut, ne? Ach, kann ich auch zerstören, sehr schön. Okay, setzt sich wieder zusammen. Krieg ich dann nochmal Steine raus? Ne, leider nicht. Ah, jetzt kann ich wieder predigen. Das stand jetzt links, aber wahrscheinlich, weil jetzt ein Tag rum ist. Da oben rechts steht jetzt Tag 2. Okay, ich bin auch verbunden, deswegen kann ich die roten Knubbelzähne nicht mehr einsammeln. Okay, was bist du?
Das war krass, Hanno. Okay, doch nicht. Haru heißt der Gute. Vor Äonen wimmelt es in den Ländern von Göttinnen und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Ach, es liegt in der Natur der Tiere zu vergessen und in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein, vielleicht verstangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenigen Verbliebenen schlugen Wurzeln, schwanden Netze und formten diese Welt für sich und die ihren. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern. Hunderten. Und jetzt? Auf wem Geburtsteinfragmente? Okay, ich kann auch nicht weiter, bevor ich das gemacht habe. Aber ich nahm mich dann auf. Ich nehme einfach mal das mit der Krone, oder? Ich kann alle aufsammeln, okay. Okay. Eine Tafel? Geburtsstein. Du hast genug Fragmente aufgefunden, um einen Geburtsstein zusammenzusetzen. Geburtssteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Wende den Altar des Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden. Sobald du einen neuen Geburtsstein zusammengesetzt hast. Ah, okay. Hilft mir also ein bisschen bei diesem Gebetskram. Ich gehe mal darüber da lang. Okay, hier ist wieder der Kleine. Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer. Nicht schlecht. Flüche verbrauchen 25% weniger Eifer. Mach ich mal das hier. Ich glaube hier. Ach doch, hier krieg ich auch krass. Okay. Sollte man das doch mal klein hacken. Okay, da geht's nicht weiter. Du bist. Tut mir mal so. Auf ob ich schon dreimal diesen Schuss. Entweder gut ausgehalten und wir machen dann nicht so viel Schaden. Die Kleinen waren jetzt mit einem Schlag tot. Du willst also törichterweise stur bleiben, kleiner Slum. Ich höre dein Lügen und rieche deine Furcht. Die rote Krone erhebt sich erneut, aber was für ein unwürdiger Träger sie hat. Ist das so? Quest verfolgen. Achso. Ups. Ich hab dich auch ein paar Mal getroffen. Alter, schießt sie die ganze Zeit. Okay, Goldklumpen. Ich glaube, die kann ich aber noch gar nicht einsetzen, bis gleich, ne? Okay, das mache ich. Was soll irgendwie Christoph folgen? R3 machen, aber irgendwie passiert da nichts. Hatte mich gerade aus dem Konzert gefragt, ganz halt so rumgedrückt. Flammenschuss 2, entfesse die Flammen der Unterwelt. Eure einen durchdringenden Feuerbolzen ab, halte die Taste gedrückt und lasse ihn beim Ziel los, um ihn explodieren zu lassen. Okay. Nicht das mal. Das war Flammenschuss 1 und wir haben jetzt Flammenschuss 3, oder? Ups. Okay, das ist 2. Ich kann auch wieder verwerten, ich kann gerade nochmal. Ah, eine kriege Münze. Dann komme ich da mal hin. So, klaue ich mir die Hingabe. Und dann können wir hier mal seinen Altar nochmal niedernetzen, ne? Zusammen. Gucken wir mal, ob da was gibt. Wahrscheinlich nicht. Ich muss nicht merken, beim einmal gibt's was, beim zweiten Mal nicht. Oh. Stufe 2 war der Instant tot. Sehr nice.
Zack. Muss mal ein bisschen gucken, weil meine Kamera immer genau auf der Minikarte ist, was ein bisschen doof ist. So. Also sind eigentlich alle bisher relativ gut machbar. Na komm, halbes Herz. Oder blaues halbes Herz. Kann ich eigentlich immer zurückgehen? Okay, achso, hier sind mal die Sachen, die wir haben. Hier steht auch so ein bisschen die Beschreibung, ne? Das Baumetall. Das ist mit dem Fleisch ein nahrhaftes Lebensmittel zum Reinbeißen. Einfach, weil es zum Brennstoff verwendet wird. Gucken wir Mahlzeiten. Platz zum Ackerparzelle ein. Dann kriege ich Bärenstrauch, okay. Bonusressourcen. Wollte ich hier irgendwie ausrüsten, meine Anhänger? Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Goldklumpen. Es handelt sich angeblich um die Tränen einer uralten Gottheit. Ein Klumpen Gold, der zur Münze verarbeitet werden kann. Aha. Jetzt ziehen wir nochmal und wir erhalten, die Karte wird aufgedeckt. Also macht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Wenn wir das doch gerade müssen wir noch nicht aufdecken. So, Gras abernten. Selbe ich der Brennstoff habe ich geernt. Dann ist die Karte wieder weg. Okay, das ist jetzt vergiftet, wahrscheinlich so, ne? Okay, das ist ja auch nice. Oh, dann habe ich von ihm noch treffen lassen. Gibt's wieder ein Schwert? Ach, ich glaube, ich bleib bei meinen, ne? Wir machen ja Schaden und so langsam schlagen wir auch nicht zu durch die Karten. Was? Weilefahr? Okay, der schießt. Ich würde gerne einmal drauf schießen. Aber das macht nicht so viel Schaden, okay. Ah, ist er vergiftet? Lieber die schnellen Schüsse machen. Weil der ist auch gleich einfach ein bisschen poppen, ne? Mal direkt ansammeln. Ja, ist ja schneller, ne? So, und gut ist er. So, wer bist du denn jetzt? Konvertieren. So ein bisschen einfach noch einsammeln. So, weg mit ihm. Samen oder was ist das hier? Blaupause. Nehmen wir nochmal Blaupause, ne? Ein Haufen Heu. Wow. Was sind Dekorationen? Kann ich mit zwei krass herstellen. Aber was bringt die? Bringt die irgendwie auch so Ansehen oder irgendwie sowas? Oh, noch ein Tier. Noch irgendein Fragment eingesammelt anscheinend. So, jetzt haben wir zwei drinnen und wieder zurück. Gucken, was unser Kult sagt oder macht. Ketzer besiegt. Alle Unklummen geläutert, sehr gut. Wo sind wir wieder hier? Sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir enttäuschen werden, oder? Wir werden schon machen. Okay, ist der Glauben hochgegangen, also müssen wir auch wieder predigen, würde ich sagen. So, ich würde eigentlich erstmal hier einsammeln. Da geht's. Ach, die schlafen, okay.
Töte Leschi im Düsterholz. Achso, das ist dieser Haupttyp da, ne? Ich kehre den erstmal, würde ich sagen. Bitte verschone mich! Umwählen. Geht doch ein bisschen anders. Stark Verfassung. Die Heilung verläuft um 15% schneller, wenn ein Kranker sich im Bett befindet. Helmphobiker verliere den Glauben bei Erkrankung. Oh. Erzeugt 15% schneller Hingabe. Würde ich auch was beten lassen, wenn er mehr Hingabe hat, ne? Ist das hier? Keine Aufgaben verfügbar anbieten. Was hat er? Sieht man dieses Zeichen? Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Ah. Gut, welche Marke? Also, wie heißt denn, ne? Silberklaue. Ist das zu lang? Geht das nicht? Okay, jetzt geht es. Silberklaue, das hat einen schönen Klang. Kann ich denn sie einfach jetzt einsammeln eigentlich? Oder ich muss einfach ausgehen, weil ich eine Inspiration habe. Okay, weil wir Nahrung brauchen. Aber die wollen auch so schlafen, ne? Okay, mach ich einfach Schlafsäcke. Ein Schlafplatz für Anhänger, der sehr stabil ist, stürzt häufig zusammen. Wahrscheinlich nicht so teuer sein zum Herstellen, aber ich glaube, Bären hätten wir erstmal genug so als Nahrungsquelle, ne? Leichengrube. Begrabe tote Anhänger in einer einfachen Grube, damit keine verwesenen Leichen herumliegen. Klingt auch sinnvoll. Und dann einmal erhalten, damit gleich nochmal was voll. So, dann können wir gleich mal was ausgeben. Dann würde ich auch mal die andere Seite machen. So. Das ist Farmpaket. Farm. Farm ermöglicht Anhängern, Feldfrüchte in der Nähe zu bewässern. Samensilo, lager hier Samen, die deine Anhänger aussehen können. Okay. Muss ja wahrscheinlich beides bauen, aber ich mache erstmal hier die neues Gebet, ne? Predigtkrone. Wenn eine Predigt und erzähle deinen Anhängern Energie hier, besser und erweitere die Fähigkeiten der roten Krone. Mach ich auch das erstmal, ne? Oh Gott. Eine neue Doktrin verkünden. Verwende einen Geburtsstein, um neue Doktrin deines Kults zu verkünden. Wähle eine Kategorie und trifft deine Wahl, die ein Ritual, eine Eigenschaft oder eine Anhängerinteraktion freischaltet. Kommt herbei, meine Schergen. Dünger-Silo. Freischaltung Ritual. Tanz um die Flamme, um den Glauben des Kults zu erhöhen. Machen wir noch. So, Chat geht immer noch nicht, immer noch laden. Was ist denn das jetzt für eine Ressource? Entfache das Feuer, entfache die Feuer und lasst uns tief in die Nacht tanzen. 25 irgendwas. Rituale kann ich ja hier machen. Das wäre das, ne? Du. Daran wurde eine Predigt. So, was gibt's denn hier? Ah, die Flüche, ne? Rund drei neue Flüche auf. Türkische Waffe haben eine Chance, angegriffen zu vergiften und sie tauchen auf den Kreuzigen. Hatte ich auch gerade schon, ne?
Vielleicht hat das hier frei vom Zugkutisten. War das auch praktisch? Okay, die andere Seite. Oh, das ist auch nice, quasi zu heilen. Ja, das klingt auch besser, würde ich sagen. Dann machen wir türkische Waffen. Jetzt können wir da weiter, okay. So, jetzt bin ich anscheinend hier fertig, würde ich sagen, ne? Wenn du Predigten hältst, Rituale vollziehst und dich um die Bedürfnisse deiner Anhänger kümmerst, wächst du ihren Glauben. Du benutzt die Knochen deiner Gegner, um ein solches Ritual durchzuführen. Hast du das Geld, um ihre Knochen zu sammeln, also das, was wir schon mal gemacht haben. Begib dich erneut in Jonas alten Glauben, sammle Knochen deiner Gegner, rekrutiere weitere Anhänger und kehre hierher zurück, um ein Ritual im Tempel durchzuführen. Führe Rituale im Tempel durch, sie erhöhen für nicht den Glauben oder helfen dir, Probleme im Kult zu lösen. Rituale werden mit Hilfe der Knochen unserer gefallenen Gegner durchgeführt. Entweiht die Leiche eines getöteten Ungläubigen und entnehme ihnen seine Knochen, um sie für dunkle Rituale in deinem Tempel zu verwenden. Ja, das wollen wir doch machen, oder? Ich glaube, die können nochmal wieder was essen. Ah, ich habe schon viele Bären. Ich koche erstmal was. So, manchmal drei. Frage ist dann für jeden eins da oder muss ist das dann für alle? Ich mache einfach mal vier, ne? Ups. Das sind ja auch vier Anhänger. So, hier können wir was bauen. Schlafplatz und das ist Kochfeuer, das haben wir ja schon. Nahrung. Wie viel das kostet. Kostet nur krass, okay. Aber was bringt das? Was bringt denn das? Steht nicht wirklich da, ne? Machen wir einen Schlafplatz. Kostet aber auch gleich 10 Gold, ne? Anmachen wir hier so. So, drehen könnte ich noch, aber das macht ja nicht viel Sinn. So, die bauen das dann. Und dann machen wir ein paar Schlafsäcke. Wieder ein Schlafsack. Ich glaube, der Herr der Kehren, die das Entnahme zurücksammelt, Knochen, führe beim nächsten Ritual einen Teppich durch. Okay, ich würde auch gerne vielleicht noch was anbauen, bis das geht. Okay, muss ich also noch selber bessern. Dünger habe ich noch nicht. Das ist erstmal die eine drin. Wir müssen vielleicht mal warten, was wir Dünger haben. So, warte mal. Das schaffen wir noch, würde ich sagen. Einmal ins Düsterholz zurück. Oh. Turuas Berührung. Vernichter von Schiffen. Aufsteiger aus der Tiefe. Rufe einen gewaltigen Ausbruch mächtiger Tentakel herbei. Wahrscheinlich ein so ein Flugdienst, ne? Türkische Axt, die kennen wir ja schon.
hier soll ein Tentakel sein. Auch nice. Hier kann ich mal links nachfüllen, okay. Oh, das hat ganz gut geklappt. Was? So, wir brauchen Knochen. Träumt von mir, ne, das schläft mir. Ah, ist halt gar nicht gut, ob ich das ausrüsten kann. Ein Fieger. Eine Karte. Kriegst jetzt nicht die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird einem Gegner zwei Schaden zugefügt. Tempo Chance beim Töten eines Gegners ein blaues Herz zu haben. Nur die Frage links, ist das so gemeint, wenn ich nur ein halbes Herz habe, dann haben alle Gegner zwei Schaden, oder wenn ich ein halbes Leben verliere, dann kriegt jeder zwei Schaden. Fragen. Ich glaube, ich nehme das hier mal. So, weg mit dem Mist hier. Das haben wir auch. Mann, das hat hier aber passiert, würde ich sagen. So, die Frage geht's hier weiter. Das ist gleich Ende. Jetzt würde ich erstmal den anderen Weg noch gucken wollen. So, ist ja eine Truhe und ich Münzen. Okay, was bedeutet die Hütte? Vielleicht kleine Ressource. Kann ich Münze gegen Essen eintauschen oder so? Und hier wahrscheinlich einen Anhänger. Ich will gucken, was das bedeutet. Hier ist dieses Kronensymbol. Ich könnte auch immer noch ausweichen, wenn ich das nehme, dann da so lang. Dann das machen. Machen wir nochmal, oder? Mal gucken, was halt die Sachen bedeuten, ne? Hier ist so ein Händler. Dass wir drei Sommertage leben, könnte mein Herz mit solcher Freude erfüllen, die mehr als 50 gewöhnliche Jahre nicht erfassen. Ah, Kabuscha-Fragment, Anhängerform, Blaupause, Ambrosia. Ich glaube schon, das ist dieses Fragment. Ich könnte auch noch Ambrosia kaufen. Das ging auch ohnehin, ne? Überteuert, wie das ist. So, da lang. Hat ja alles leer genuckelt? Wahrscheinlich, ne? Ach, die jetzt, okay. Es also war, die rote Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen.
Aber wie ist das wirklich? Wir haben alles in unserer Maschine getan, um... Das jüngere Aura. Spielt keine Rolle. Da müssen wir Shamura nicht mehr... Erlegen. Erlege du das, Bruder. Wie du befehlst, meine Schwester. Ist ja auch Unterschiede. Okay, ich habe so lange trainiert bleiben mit diesem Giftzug, sondern wird ich vergiftet, okay. Das wird ja wohl für das nächste Ritual reichen. Bin ich einfach so. So, das ist das. Ich fluche eigentlich gar nicht so oft, ne? Geht's wieder runter oder hoch? Also runter oder links. Nur anderthalb Herzen, ich muss hier mal aufpassen. Geht's auch weiter? Also, die Schnellkill-Möglichkeit mit dem Fließen. Und ein Herz für uns. Okay. Gehe ich erstmal zurück. Hier scheint es ja dann wahrscheinlich weiter zu gehen. Hat nämlich noch eine Abzweigung gehabt. Die hier links war, ne? Hallo? Tritt hervor, oder tritt vor, bist du aus den wirbelnden Nebeln des Chaos, die uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aufsehen trügen. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, die sie führt. Um Gegner zu töten, um die Erde zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dies einzelner Werkstücke annehmen, die mit ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögest du sie mit Geschick führen, verheißener Befreier. Plammschuss 2. Das ist was? Schwert 2. Gegner vergiften. Weil das Abdrücken Stufe 2, nehmen wir nochmal das, ne? So, habe ich das mal wieder verwertet. So. So, Ah, hier geht's raus. Hier wieder rein. So, ich würde ja mal dahin. Okay, gucken wir, welche Pflanzen die wieder nachwachsen.
Deine Beziehungen werden dich über den Tod hinaus begleiten. Okay, danke. Achso, quasi, wenn man nicht Symbol auf der Karte ist, dann ist das quasi so eine Art Speicherpunkt, da wird man halt wiederbelebt und so. Das geht schnell. Guamalala. So, was gibt's diesmal? Hat ein zusätzliches halbes Herz, reduziert sich nichts. Wenn wir das. Mehr Herzen sind immer gut. So, das krass abwerfen. So, und weiter. So. Kein Stein darf ja auf den anderen sein. Ups. Ein Aussatz dazu, sehr gerne. Ich hab dich schon geschlagen, ne? Noch ein Teil da. Flammschuss 2, plus 2, was macht halt mehr Schaden, ne? Ich glaube, ich mach einfach, dass er Stufe 2 ist. Wird schon verkehrt sein. Barbatos. Hey, war ich da noch drin? Immer berühren. Okay, das ist ein bisschen. Ich check das erste, dann macht das andere. Also. Ups, Arsch. So, tack, tack. Komm, eins verstehe noch, dann haben wir ihn auch geschafft. War nur ein Schlag, okay. So, wer bist du denn? Hab ich gerade wieder einen Schuss abgefeuert, ne? Konvertieren. Ja. Nur das halber, ne? Neue Tierform, sehr schön. Und wieder ein Fragment. Durch. Das dritte und zurück zum Kult. Kitzel besiegt. Okay, ja, alle Unglaublichen geläutert. So. Jetzt 100 Münzen haben wir mitgebracht. Sehr nice. Begehe nicht den Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger zu machen.
Die sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil nutzt. Ich glaube, es ist eine Ressource. Gib diese aus, als handle es sich um Münzen. Du kannst das Vertrauen deiner Anhänger jederzeit mit einer gut platzierten Geste der Güte zurückgewinnen. Schöpfe Kraft daraus und nimm dir die Freiheit, unaussprechliche Dinge zu tun. Mache sie dir gefügig. Ich werde dir die Kraft, ihre kläglichen kleinen Gedanken zu lesen. Oh, auch nice. Gedanken lesen. Freischaltung, Anhängerbefehl. Du kannst jetzt mit Anhängern interagieren, die Gedanken zu lesen, um zu sehen, wie hungrig, müde oder krank sie sind. Tada! Anhängeraktion. Du hast eine Doktrin verkündet, die dir eine neue Anhängeraktion ermöglicht. Bei der Interaktion mit Anhängern wird diese Aktion zur Verfügung stehen. Okay. Okay, sind wir beim Silberklaue? Okay, erstmal für dieses Ritual einen Tempel durch. Was ist das hier? Aufräumen. Krankheit. Die unglückliche Zustände in deinem Kult haben zur Folge, dass Anhänger krank werden. Verordne einen kranken Anhänger Bettruhe, sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hütet, wird er sich langsam erholen. Tod, Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten, die sich schnell in deinem Kult ausbreiten. Die Beseitigung von Unrat und das Verkramen von Leichen verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Aber ganz gut, dann kann ich das ja zum Düngen nehmen, ne? War das nicht irgendwie so? Besser? Dünger hinzufügen. Weil das auch pflanzen, oder? Gleich! Warte! So, was willst du denn? Sprich mit Wallefahr. Bah, die Sorte ist widerlich. Wenn du das nicht sauber machst, wird noch hier jemand krank. Ja, danke. Auf meinem Code 044. Dann kriegt noch einen neuen Anhänger. So, ich mache erstmal Code weg. 1, 2. Da gibt es noch einen vierten Code. Eigentlich habe ich den ja schon aufgesammelt, ne? Ja, also 3. Hier noch. Achso, da gibt ja eine Belohnung. So, Quest abschließen. So, ich glaube, was sich erhöht. Ich muss doch mal wieder auskochen, glaube ich. So, das ist mein Lernappel. Und wir kochen noch mal was. Fleischmahlzeit, eine sättigende Speise für Fleischfresser. Uns hat mal Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. 15% Chance, dass Anhänger sofort Fäkalien hinterlassen. So, kann nur die Beine machen. Dann mache ich erstmal hier eine Predigt, würde ich sagen. Oder was auch immer geht, Krone. So, einmal das, neue Doktrin. Kommt der Wahl, meine Lämmer. Oh, was ist das? Gehorsam soll ich arbeite und ich lebe. Versichere ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Der weise in den Liturgien rund um ihr tägliches Brot. Rede von Wert irdischer Güte. Puh.
Mach ich mal das hier durch, ne? Ich verbrauche nie dann weniger. Mal gucken. Ich mach sogar Fasten. Rituell Fasten, Veranstaltung, Ritual. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit aufzurufen. Längere 3 Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Andere schalte ein Fest Ritual frei. Organisiere ein Großfestmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen. Halte 25 Glauben. Machen wir das erstmal. Ich soll nicht so viel essen, ja? Wir werden ja noch arm von. Okay, da brauche ich diese Knochen zu. Ah, da geht Glaube runter. Habe ich das ausgefüllt? Nee, ne? Da könnte ich aber auswählen jetzt. Okay, kann ich noch nicht machen. Ich habe irgendwie auch diese Herzen, ne? Rituale? Ah, das ist das mit den Fasten und so, okay. Geht das runter? Hier geht's nach oben. Machen wir doch das einmal. Oh, das sieht auch nice aus. Oh. Einmal mit allen getanzt, sehr schön. Das hier. Okay, dann können wir das quasi freischalten und hier nachgucken. Okay. Und Predigt. Mann, ist das mal komplett voll. Oder in dem Fall hier aufleveln. Die Indoktrination von Anhängern ist ja schön und gut, weil du kannst eh noch so viel mehr nehmen. Gib ihnen Geschenke, schließe Quests ab und segne sie, dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen. Sobald sie dir vollständig ergeben sind, werden sie dir alles geben, was sie besitzen. Seh zu, ich zeig es dir, du Anhänger. Komm wieder rein. Stelle die Loyalität eines Anhängers, um seine Stufe zu erhöhen. Dann wird er schließlich mit Hingabe und einem Gebetsteinfragment belohnen. Sehr nice. Jedes Mal, wenn sich die Stufe eines Anhängers erhöht, erzeugt er zusätzliche Hingabe. Bei einer Predigt oder beim Gebet am Schrein. Achte also darauf, Loyalität zu kultivieren. Um seine Loyalität zu erhöhen, kannst du einen Anhänger einmal am Tag einen Segen gewähren, wenn du mit ihm interagierst. Ah, okay. Du kannst Anhängern auch Geschenke machen, Quests für sie erledigen, Predigten halten und viele weitere Aktionen durchführen. Je mehr du einen Anhänger hast, desto stärker wirst du. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann, aber ich bin alt und müde. Besuche mich zu Hause und ich zeige dir, wie du die echte Macht der roten Krone nutzbar machen kannst. Okay. Und also. Einsame Hütte. Okay, ich glaube, es ist relativ voll. Was jetzt? Hatte ich auch nicht rein können, hätte ich bei Predigt nochmal mehr bekommen, ne? So, könnte ich hier was reinschalten? Ich mach das hier einmal, würde ich sagen. Okay, dann ist das offen. Tempel 2. Verbessere deinen Tempel und den Schrein. Erhalte mehr Hingabe und ermöglicht mehr Anhängern zu beten. Das ist auch nice. So. Ich will ein bisschen Bären sammeln. Ich muss die, glaube ich, auch mal dazu bringen, dass sie mir was anbauen, ne?
Wir kehren zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Barbatos Formwehr? So die neueste Form, glaube ich, ne? Ah, die haben wir auch bekommen, stimmt. Okay, was sind für Attribute? Heilung verläuft sogar schneller. Wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Alte 10 Klauen bei Erkrankung. Klingt ja nicht so gut. So, was darfst du denn Schönes machen? Beten, keine Aufgaben verfügbar. Aber wir sollten ihn anbauen, müssen wir das selber machen? Scheint, ne? Mach mal Stein, ist ja eigentlich immer voll, wenn wir herkommen. Außer man ist hier so ein bisschen AFK. Hier, ich will noch ein paar Beeren sammeln. Können eigentlich irgendwas Neues bauen. Sonst. Ich grube gerade tote Anhänger in einer einfachen Grube, damit keine verwesten Leichen herumliegen. Warte mal. Irgendwo außen machen. Das war hier so. So, das habe ich gemacht. Hier war ich auch drin. Muss ich mal kochen. Okay, hat sich auch keiner eingekackt oder so. Wahrscheinlich Nacht, ne? Schlafen jetzt eigentlich auch. Ah, schlafen wir wirklich da drin, ne? Sieht auch ein bisschen müde aus. Könnte ich mich dem anschließen, schon fast. So, das rennen wir nochmal auf. Okay, der steht einfach da so. So, könnte ich hier nochmal Dinger hinzugeben. Da, da. Dafür reicht das wieder nicht. Keine Ahnung, wie lange die Nacht geht, aber ich glaube, wir gehen dann erstmal weit. So, nee, oder ich muss gleich noch was machen, ne? Gedanken lesen. Gehen mit Anhängern und dies hier geht. Schwingmaschine. Okay, ich mache einfach mal den Einzelnen, der hier so schläft, glaube ich. Was denkt ihr denn Schönes? Oh, einfach zum Schlafen. Ein dankbarer Konvertit. Vielen Dank, dass du mich bekehrt hast. Bekehrt hast. Also wer ist schlafen? Ah, jetzt hätte er doch eine Quest. Großanführer, in harten Zeiten können wir Graswahlzeiten kochen. Ihren Anhänger werden sie nicht mögen, aber es ist besser als zu verhungern. Probier es mal aus. Natürlich alle. Dann muss ich für eine Graswahlzeit mal erstmal herstellen, ne? So, gucken. Kann ich ihn dazu bringen, es zu essen? Schlafen, Zehen geben. Soll er essen, ne? Ah, okay, ist halt Glaube verloren, weil ich ihn geweckt habe. Er wollte es aber so. Also Loyalität so weit, wo man es einmal steigt. Okay. Ach, sechs. Du ehrst mich, großer Anführer. Ich bin ewig dankbar. Oh, einmal gestiegen. Aber das ist direkt noch ein Geschenk, oder? Was steigt das ja dann? Anhänger geben, um die Loyalität zu erhöhen. Der Anhänger wird Bonusressourcen. Ja.
deswegen soll das so sein? Okay, Geschenk haben wir. Ein Segen, ich kann ein Segengewehr. Reparieren, okay. Arbeiten. Segen geben, ne? Ehre diesen Anhänger mit einem Segen. Er wird seine Loyalität steigern. Plus 5 Glauben. Ich glaube, das reicht aus dem Hellab, oder? Tatsache. Und verfällt bekommen. Sehr schön. Okay, krass, was hat er gegessen? Da waren die nicht so früh drüber, ne? Gehen der Glaube wieder ein bisschen runter. Wird das reparieren wir einmal? Noch eine? Okay, machen wir das Farmpaket. Dann habe ich als nächstes halt die Kirche mit aufwerten, also den Tempel. So, wie viel kostet denn das? Wir haben auch was in der Farm-Samensiedlung. Ah, dann könnt ihr es selber auch sehen wahrscheinlich, ne? Ah, sehr gut. Ich habe 20 Volt. Ich habe eins schon fertig, ne? Ja, 5 Bären. Also besser kann ich auch und so. Aber wie kann man die dazu bringen, dass die düngen? Bis dann hatte ich nur was von Düngen und so weiter gelesen. Jetzt ins nächste Gebiet. Okay, kann ich auch reisen. Okay, das ist das gleiche. Dann gehen wir mal ins vierte. Endlich, lass uns das beenden. Da warte ich in mein Tempel. Komm, werde Zeuge meiner Macht, meiner wahren Macht. Okay, das würde ich mir aber, glaube ich, in der nächsten Folge angucken. Hat er, glaube ich, eh gespeichert, ne? Okay, dann... Ja. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefallen hat. Cult of the Lamp, habt ihr schon mal selber gespielt oder davon gehört? Und ja, ich bin bisher sehr positiv gestimmt. Also ich finde den Stil sehr ansprechend. Auch so, wirklich, dass man so immer diese Auswahl manchmal hat oder ein bisschen so zufallsgeneriert ist, so wie Binding of Isaac. Und das mit dem Bauen macht auch so ein bisschen Spaß, dass man so selber so seine kleine Schafherde hat, die man beschützen, bewachen muss und gucken muss, ob da alles läuft, ne? Das ist irgendwie ganz nice. Okay, dann vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke, gerne einen Kommi da lassen und ein Like und wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao!